Skulpturen, Objekte und Zeichnungen kündigt die Mai-Ausstellung in der Galerie Himmelreich an. Und genau das bekommt der Besucher und Kunde auch zu sehen. Skulpturen, Objekte und Zeichnungen von zwei Berliner Künstlerinnen mit sehr unterschiedlichen Handschriften. Da wären zuerst einmal die Objekte und Zeichnungen von Yves Pommer zu nennen. Die Objekte der 1968 im Brandenburgischen geborenen Pommer sahen auf meinen ersten Blick aus wie feine Gespinste aus Metalldraht, aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Yves Pommer bevorzugt natürliche Materialien. Was Sie hier sehen in der Ausstellung, sind zum Teil Objekte, das sind Palmrispen, mit denen ich da arbeite. Das ist im Prinzip ein feines vegetatives Material. Und das kann man oder ich gut unter Spannung bringen. Also Metall würde mich gar nicht so interessieren. Ich arbeite auch mit, ich sage jetzt mal ganz simpel, mit dickeren Ästen, die ich dann auch teilweise in Bronze gieße. Also es gibt es dann auch. Also ich bemale das dann mit Farbe, also fasse das irgendwie farbig. Und ja, aber es ist ein vegetatives Material. Es gibt auch die kleine Arbeit vorne im Eingangsbereich, die schwarze Arbeit, das ist ein Gras, also die Stäbe sind aus einem auch vegetativen, gewachsenen Material. Die Filigranität ihrer Objekte setzte sich auch in den Zeichnungen fort. Hier dominiert der feine Strich, auch wenn es sich dabei nicht um Entwurfszeichnungen für ihre bildhauerischen Arbeiten handelte. Das Zeichnen gehört bei mir parallel zur Arbeit dazu, sind gar nicht unbedingt, gibt ja, ich weiß nicht, ja, die klassische Bildhauerzeichnung, also die Skizze für die Arbeit, das ist es bei mir nicht, sondern das entsteht eigentlich frei parallel. Ja, entweder ich zeichne oder drucke oder arbeite räumlich. Ganz anders die Skulpturen von Ute Hoffritz. Sie stammt aus Würzburg, lebt und arbeitet jedoch schon lange in Berlin, wo sie sich die Atelierräumlichkeit mit Yves Pommer teilt. Hoffritz hat ebenfalls eine ganz eigene, abstrakt-plastische Formensprache entwickelt, in der sowohl Anschauung als auch der Bezug zum menschlichen Körper bzw. zum Körpergefühl eine wichtige Rolle spielen. Also es ist einmal so, dass wir beide also vom Studium her, von der Ausbildung klassische Bildhauerei studiert haben, also auch mit Naturstudium und so, aber auch eben so ganz von der Pike auf das gelernt. Und dass die Figur bei uns beiden auch wenn das jetzt nicht so auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt sichtbar ist, für uns beide auch noch eine Rolle spielt, also der Mensch. Ja, so. Also auch bei Frau Pommer, wo man, ja, also vom Körper, also das Körpergefühl, also irgendwas, der Bezug zum menschlichen Körper. Das ist bei uns beiden der Fall. Bei beiden Künstlerinnen geht es um die Formulierung grundlegender Zusammenhänge, die durch die Sprache der Bildhauerei eine räumliche Organisation und eine sinnlich und gefühlsmäßig erfahrbare Fassung erfahren. Und das bei den ganz offensichtlich sehr unterschiedlichen Formen, der Herangehensweise und natürlich den verwendeten Materialien. Wem das gefällt, der kann auch wieder eine Zeichnung oder ein Objekt erwerben. Die Möglichkeit dazu oder einfach nur zum Gucken besteht noch bis zum 27. Mai. Man kann aber auch von dieser Ausstellung einige Stücke im Internet auf der Seite der Galerie Himmelreich bewundern.